as the time lapse people, the rush of sight and sound. Nach vielen erfolgreichen Turnieren in diesem Jahr steht für die Sportlerinnen und Sportler des Nationalteams des Austrian Wheelchair Dance Sport Team die WM in Belgien im Programm. Österreich ist mit 4 Athletinnen und Athleten dabei vertreten. Erstmals bei einem Wheelchair Dance Großereignis mit dabei ist Petra Huber, die Generalsekretärin des Österreichischen Paralympischen Komitees. Bei kleineren Tanzveranstaltungen in Österreich war ich schon, aber ich habe jetzt die Gelegenheit beim Shop ergriffen und bin zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft. Das ist überhaupt das größte Ereignis der letzten Jahre. Es sind aus 22 Nationen 170 Starterinnen und Starter da. Also man kann sich gar nicht vorstellen, was an Vielseitigkeit alles sichtbar ist. Und die paralympische Bewegung kann sich da gut darstellen. Und dann geht es auch schon los. Nach der Vorrunde im Main-Single muss der Wiener Robert Pleininger vom Salzburger Rollstuhl-Tanzsportverein Wheelchair Dancers mit seinem Standardprogramm in den Redance. Der Weltranglisten-12. Sieht sich einem starken Starterfeld gegenüber. Das Programm wurde in den letzten Monaten einstudiert und in einem harten Training perfektioniert. Die Runde besteht aus 5 Tänzen. Langsamer Walzer, Tango, Samba, Rumba und Jive. Weiter geht's mit dem Tango. Tanzen muss man leben. Und der Leistungslevel, der ist da jetzt auch bei der Weltmeisterschaft irrsinnig hoch, Und da musst du wirklich immer trainieren. Es ist wurscht, welche Altersklasse du bist, ob du 50 bis 20 bist, da wird nur trainiert. Aber es macht irrsinnigen Spaß. Es ist hart, es ist zum Trainieren, aber es macht irrsinnigen Spaß. Auch mit der Gemeinschaft, mit allen zusammen, wenn du zusammen bist. Wenn du auf der Tanzfläche bist, bist du ein Konkurrent. Aber wenn du außerhalb der Tanzfläche bist, ist es wirklich wie Familie. Das Starterfeld hat sich in den letzten Jahren sehr verdichtet. Viele junge, talentierte Tänzer fordern die Arrivierten. Robert wird letztendlich 18. und beendet damit die Saison auf Platz 15 der Weltrangliste von 22 Herren. Es ist mir sehr gut gegangen. Ich habe das gezeigt, was ich gekonnt habe, was ich trainiert habe. Und bin eigentlich sehr zufrieden. Muss mir aber natürlich nächstes Jahr steigern und noch viel trainieren. Aber bin sehr, sehr zufrieden. Teilweise von anderen Sportlern belächelt, ist Rollstuhltanz nicht mal eben nur ein bisschen zu Musiktanzen. Dahinter verbirgt sich Talent, hartes Training und viele Entbehrungen. Schweißtreibende Stunden in den Hallen sind an der Tagesordnung. Dabei können sich die Athletinnen und Athleten des Team Rot-Weiß-Rot, Sanja, Brigitte und Werner, nicht voll und ganz auf den Sport konzentrieren. Denn sie alle haben, bis auf Robert Pleininger, einen Fulltime-Job. Aber für ihren Traum nehmen sie all diese Herausforderungen in Kauf. Unterstützt werden sie dabei von Kerstin und Dieter Goveka, die den Rollstuhl-Tanzsport in den letzten Jahren weit vorangebracht haben. Ja, besser. Die trainieren wie die Beklopften 2, 3, 4, 5 Mal die Woche, mehrere Stunden neben ihren Fulltime-Jobs, die sie haben. Wir fahren auf Wettkämpfe das ganze Jahr 5, 6, 7 Mal. Taiwan, Polen, Frankfurt, um die halbe Welt, damit sie den Level erreichen, den sie jetzt haben und auch, vor allen Dingen auch halten können. Ja, ich bin ganz gut vorbereitet. Ich habe sehr viel trainiert, sehr hart trainiert. Seit Juli trainiere ich ganz fest, 3-mal in der Woche, 4-mal in der Woche.
Und habe ich an meinem Ausdruck und meiner Körperbewegung habe ich sehr viel gearbeitet, habe ich sehr weiche Bewegungen auch gemacht und Musik ausgetanzt, was auch wichtig ist. Die Salzburgerin Sanja Vukasinovic ist das Aushängeschild des österreichischen Rollstuhl-Tanzsports. Seit 2008 ist die ehemalige Schwimmerin und Basketballerin am Parkett und von Beginn an in der Weltspitze. Dabei kann sie auf zahlreiche Titel bei internationalen Turnieren zurückblicken. Auch ihre Teilnahmen bei Europameisterschaften, World Dance Board Games und Weltmeisterschaften waren stets von Erfolg gekrönt. Ihr erster Auftritt bei der WM in Malle ist im Single Ladies. Diese Disziplin gibt es erst seit 2014 bei Weltmeisterschaften. Nach der erfolgreichen Vorrunde startet sie hier direkt im Semifinale. Auch die Damen müssen mit langsamen Walzer, Tango, Samba, Rumba und Jive die Wertungsrichter überzeugen. Ich bin immer ein bisschen nervös, ich spüre immer ein bisschen Kribbeln im Bauch. Aber wenn ich auf die Fläche gehe und wenn die Musik losgeht, dann ist alles vorbei. Dann bin ich nicht mehr nervös und ich mache mein Ding so, wie ich am besten kann. Im heurigen Jahr wird Sanja erstmals von der österreichischen Sporthilfe und vom Land Salzburg unterstützt. Denn wie so viele andere Sportler auch, finanziert sich Sanja ihren Sport selbst. Hier zu sehen Sanja Vukasinovic bei ihren Samba. Schlussendlich wird es im Single Woman ein guter 8. Platz von 23 Damen aus 15 Nationen im Semifinale. Damit wird sie im Single Woman das Jahr 2017 als dritte der Weltrangliste von 31 Damen beenden. Ja, ich habe jetzt hier besser das alles gemacht im Single wie beim letzten Turnier. Habe ich alles umgesetzt, das was wir jetzt 4 Monate trainiert haben. Meine Leistung, was ich bringen konnte, habe ich alles gemacht, was ich konnte, ja. Und es ist nicht so gelaufen, wie ich es mir gewünscht habe. Ja, war natürlich, die Leistungen waren super, die erbracht worden sind. Die Richter waren nicht ganz so unserer Meinung, wie wir halt. Aber trotzdem hoffe ich für heute natürlich das Beste. Wir drücken die Daumen. Und das Glück muss natürlich auch ein bisschen auf unserer Seite sein, aber dann werden wir sicher noch erfolgreich sein. Um entspannt und mit der richtigen Spannung in den Wettkampf zu gehen, ist Physiotherapie sehr wichtig. Deshalb hat das Team Austria mit Sandra Meyer auch eine eigene Physiotherapeutin mit vor Ort. Physio ist unheimlich wichtig, um einfach die Muskulatur auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Und geht einfach darum, dass du mit einer ganz geringen Muskelspannung reingehst, um dann im Wettkampf die Anspannung halten zu können. Die ganz normalen Verspannungen, die auch wir haben, Schultergürtel, Hals, Nacken, vielleicht noch der untere Rücken, durch Sitzen, durchs permanente Sitzen und wo Spastiken sind. Die Sportler waren alle in einem super Zustand, die Muskulatur war top vorbereitet und ich habe sie einfach nur noch drauf eingestimmt und ein bisschen gelockert und dann konnten sie starten.
Für die Damen und Herren in den Single-Disziplinen ist der erste Tag beendet und für die Paare startet erst jetzt die WM. Nach der Vorrunde geht es für das österreichische Duo Brigitte Kröll und Werner Kaiser in den Redance. Die beiden Wiener vom Rollstuhl-Tanzsportverein Vienna Rolli Dance Dream starten in der Disziplin Duo Standard. Duo heißt in diesem Fall, zwei Rollstuhltänzer tanzen miteinander. Auch in den Duo-Disziplinen ist Österreich Weltspitze. Im aktuellen IPC World Ranking belegen Brigitte und Werner den ersten Platz. Bei so viel Eleganz am Parkett stellt sich die Frage, wer übernimmt die Führung bei einem Duo? Nein, also heute nicht. Heute habe ich die Führung übernommen. Nicht immer, aber immer öfter. Nein, es war cool. Also wie gesagt, wir ergänzen uns eigentlich in gewissem Sinne, weil wir, wie gesagt, das gleiche Ziel verfolgen und wie gesagt, die gleiche Energie ausstrahlen und den gleichen Trainingsinhalt miteinander durchmachen und das wie gesagt, wenn das nicht funktionieren würde, wären wir, wie gesagt, nicht dort, wo wir heute wären. In ihrer Paradedisziplin Duo Standard müssen Brigitte und Werner im langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Quickstep und Slow Fox die Wertungsrichter von ihren Leistungen überzeugen. Hier zu sehen die beiden bei ihrem Wiener Walzer. Beim Quickstep wird es für die beiden dann richtig schwungvoll. Am Ende wird es ein guter 8. Platz von 12 Paaren aus 10 Nationen im Semifinale. Und so werden die beiden die diesjährige Saison als Weltranglisten-Zweite von 17 Paaren beenden. Also wir haben uns sehr gut gefühlt, oder ich habe mich sehr gut gefühlt. Wir haben unser Ziel, unser Trainingsziel haben wir eigentlich erreicht. Wir wollten zwar eine Medaille haben, aber das haben wir leider nicht geschafft. Aus welchen Gründen müssen wir analysieren, aber ja, unser Ziel, dass wir da sind und dass wir, also die, was wir trainiert haben mit dem Gofika, das haben wir geschafft. Tag Nummer 2 beginnt mit einem Höhepunkt. Und im Rampenlicht steht Sanja Vukasinovic mit ihrer Interpretation von Tschaikowskis Schwanensee. Eigentlich wollte die Salzburgerin im Sommer ihre Choreografie ändern. Aber wie heißt es so schön? Never change a running system. Und so ist man bei der Schwanensee-Choreografie geblieben. Nächstes Jahr mache ich neue Choreografie, Freestyle-Choreografie. Das war jetzt heute letztes Mal, dass ich Schwan getanzt habe. Aber nächstes Jahr überlegen wir noch, was wir machen. Ganz gleich ist sie nicht geblieben. Denn aufgrund einer Regeländerung musste die Choreografie von 2 Minuten 30 auf 2 Minuten gekürzt werden. Genießen Sie jetzt die Metamorphose des schwarzen Schwans, interpretiert von Sanja Vukasinovic. Thank you.
Sanja erreicht am Ende in dieser Disziplin den 4. Platz von 21 Starterinnen aus 14 Nationen. Nur 0,9 Punkte trennen die Salzburgerin von der Bronzemedaille. Damit bleibt sie weiterhin Weltranglistenführende im Single Woman Freestyle von 24 Damen. Ich bin sehr zufrieden mit 4. Platz. Ich habe heute meine Interpretation vom Tschaikowski-Schwanensee sehr gut gemacht. Ich war am Punkt. So weit zu kommen ist wirklich, wirklich harte Arbeit und wirklich bin ich zufrieden, dass ich so weit gekommen bin. Tschaikowski-Schwanensee, Sanjas Interpretation war heute auf dem Punkt. Er war auf dem Punkt im Takt, auf dem Punkt in der Geschwindigkeit. Es hat die Mimik, der Ausdruck, die Bewegung, es hat alles gepasst. Bis auf die letzte Sekunde. Großes Lob an die Sani. Österreich ist nicht in allen Disziplinen vertreten. So verläuft die WM in der Kombi-Freestyle-Disziplin ohne österreichische Beteiligung. Kombi bedeutet, dass Paare aus einer Rollstuhltänzerin oder Tänzer und einer Fußgängerin oder Fußgänger bestehen. Auch in dieser Disziplin ist der Leistungslevel sehr gestiegen. Ebenfalls gestiegen ist auch der Level in den Freestyle-Bewerben. Hier werden die Tänze immer akrobatischer. Mit der großartigen Arbeit von Kerstin und Dietard Govica in Zusammenarbeit mit dem österreichischen Behindertensportverband und dem österreichischen Paralympischen Komitee ist das Standing des Rollstuhl-Tanzsportes in den letzten Jahren enorm gestiegen. Nicht zuletzt auch durch das erfolgreiche Abschneiden der Tänzerinnen und Tänzer bei internationalen Wettkämpfen. Ich denke, mittlerweile sind wir gut dabei, was auch die Wertschätzung und die Anerkennung anbelangt. Aber dennoch ist noch Entwicklungsarbeit zu leisten und Luft nach oben. Aber von Paralympics zu Paralympics wird es immer besser und daran arbeiten wir hart. Für den letzten Auftritt von Team Österreich nimmt Trainer Dietard Govica den Pinsel selbst in die Hand und lässt Brigitte Kröll in einem glanzvollen Licht erstrahlen. Für die beiden Duotänzer Brigitte und Werner steht mit Duo Latin der letzte Bewerb mit österreichischer Beteiligung am Programm. Beim Aufwärmen und Einstimmen auf den Wettkampf hat jeder sein eigenes Ritual. Für die beiden Wiener hat sich in den letzten Jahren einiges verändert. Also ich glaube, dass der Sport schon immer professioneller wird. Also wir sind seit 2010 dabei und das, was ich jetzt verstehe, was ich bis jetzt einfach mitgekriegt habe und so, ist es wirklich immer, wird es immer professioneller. Und das gefällt mir eigentlich. Man muss halt immer mehr härter daran arbeiten und das wird für uns natürlich schwieriger. Erstens, weil wir einer der Ältesten, also bei der älteren Generation dabei sind und zweitens, weil wir nebenher berufstätig sind und das nur so nebenbei machen. Der Bewerb Duo Latin ist unterteilt in die Tänze Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso Doble und Jive. Der Duo-Latin-Bewerb ist nicht gerade die Paradedisziplin des Paares. Aber durch die Ausgewogenheit der beiden sind sie auch in dieser Disziplin Weltspitze. Im IPC World Ranking belegen die beiden Wiener vor der WM den 2. Platz. Diese Platzierung setzt sich aus den Teilnahmen an verschiedenen internationalen Turnieren zusammen. Thank you.
Beiden beenden die Weltmeisterschaft als siebte von 11 Paaren aus 10 Nationen in dieser Disziplin. Somit sind sie zum Jahresende zweite der Weltrangliste von insgesamt 13 Paaren. Ja, es ist sehr viel Stolz dabei eigentlich, weil ich, wie gesagt, das ist meine dritte WM und wie gesagt, ist jede verschieden, also es ist nicht immer gleich. Man hat immer andere Zugänge, man ist immer mehr begeistert davon, weil man dabei ist, weil man auserkoren ist, weil man, wie gesagt, so gute Leistungen hat durch das Training und alles, weil man vorne dabei ist, mit dabei ist unter den in der Ranglisten 1, 2 und 3 und da ist man schon stolz und dass man auch für sich, wie gesagt, in der Welt mit tanzen kann. Gitte und Werner haben heute in der Disziplin Duo Latin genau das Gleiche geleistet, eigentlich sogar noch mehr wie gestern im Duo Standard, weil die lateinamerikanischen Tänze nicht ganz so die große Liebe von beiden sind. Es ist nicht ganz die starke Disziplin, sie sind sehr ausgewogen, das muss man schon sagen. Sie haben eine Top-Leistung abgeliefert. Es hat mir leid getan, dass sie nicht ins Finale gekommen sind, aber die Entscheidung der Wertungsrichter war so. Auch hier war der Starterfeld sehr stark. Ich bin aber zu 100% zufrieden und bin sehr stolz auf das, was die beiden heute abgeliefert haben und gezeigt haben und umsetzen konnten. Ich war super mit meinen Athleten zufrieden. Sie haben hart trainiert, sie haben wirklich alle ihre Leistungen auf den Punkt gebracht. Ich bin ganz stolz auf meine Athleten. Es gibt überhaupt nichts zu meckern. Also großen Dank an die Sportler, dass sie sich so reingehauen haben. Großen Dank an das Team. Wir sind zufrieden. Wir sind wirklich zufrieden. Aus österreichischer Sicht war es eigentlich schon optimal. Sprich, unsere Tänzerinnen und Tänzer haben all das, an dem wir in den letzten Monaten sehr intensiv und sehr hart gearbeitet haben, zu 100% umgesetzt, haben eine optimale Leistung abrufen können. Ja, die Situation ist aber die, eine Weltmeisterschaft ist halt der Saisonhöhepunkt, auch die anderen Sportlerinnen und Sportler trainieren. 170 Athleten und 22 Nationen. Es ist die größte Weltmeisterschaft gewesen, die seit Beginn des Paradance-Sports es je gegeben hat. Und damit sind die Ergebnisse nicht ganz so ausgefallen, wie wir es uns gewünscht hätten. Aber immerhin Ergebnisse unter den Top 10 mit 2 achten Plätzen sind durchaus erfreulich und die Leistungen haben gezeigt, die Paare sind am richtigen Weg. Den Abschluss des größten Turniers in der Rollstuhl-Tanzsportgeschichte bildet der Ausmarsch der Nationen. Und wie es sich gehört, führt Österreich die 22 Nationen an. Damit endet für das Team Austria die WM in Belgien mit einem lachenden und einem weinenden Auge.
Am Saisonende sind die österreichischen Rollstuhl-Tanzsportlerinnen und Tanzsportler auf Platz 1, 2 und 3 der Weltrangliste. Das ist bisher das beste Saisonergebnis seit Beginn des Rollstuhl-Tanzsports in Österreich. Aber das Wheelchair Dance Sport Team Austria wäre nicht das Austrian Wheelchair Dance Sport Team, wenn sie sich davon von ihrem Weg abbringen lassen würden. Denn nach der WM ist vor der WM und die Pläne für die Zukunft sind schon geschmiedet.